Guten Morgen, liebe Gartl- und Werkel-Fans. Heute gibt es endlich wieder einmal ein Video. Ich wollte das eigentlich vorige Woche schon machen. Da habe ich allerdings einen Totalausfall gehabt. Video und Ton. Und damit ist das alles für nichts gewesen. Bin ich allerdings erst später drauf gekommen. Was wir auf alle Fälle vorhaben heute ist die Kartoffelernte. Ich muss schauen, dass ich die Erdäpfel rausbringe. Da ist das Kraut ist schon sehr welch. Das ist quasi schon nicht mehr vorhanden. Dann zeige ich euch ein bisschen was von meiner Knoblauchernte. Viel ist es nicht geworden, aber ein bisschen was ist es. Beim letzten Video habe ich euch ja gesagt, ich habe noch den roten Haselnussstrauch organisiert gehabt. Zeige ich euch, wie der ausschaut. Der hat ein bisschen ein Dürreproblem gehabt, so wie es bei euch wahrscheinlich auch gegangen ist. Eine Mörderhitze momentan. Wir vor die Berg da sind an und für sich ein bisschen begünstigt. Es ist zwar extrem warm, aber da in dem Fall habe ich nicht rausgemacht. Ich habe das groß wachsen lassen, so dass die ganze Feuchtigkeit quasi am Boden bleibt. Und das scheint gut zu funktionieren. Momentan ist es extrem taunass in der Früh. Das passt natürlich auch und damit gibt es nicht so große Dürreschäden im Endeffekt. Es gibt allerdings Pflanzen, die ich ausgehoben habe. Sollte man eigentlich momentan nicht machen, aber es hat sich so ergeben. Ich habe einige Hibiskus eingesetzt. Das wird eine kleine Hibiskus-Ecken. So eine Hecke quasi. Sichtschutz. Und bin mir nicht sicher, ob die haben ein bisschen einen Hitzeschaden gekriegt. Für das muss ich dann heute noch gießen. Auch noch. Beim Gießen habe ich euch im letzten Video gezeigt, mit der Wasserpumpe und mit den Schläuchen. Natürlich war der Schlauch zu kurz, wisst ihr. Mittlerweile habe ich zwei neue Schläuche organisiert, zwar 30 Meter zusätzlich. Mit denen kann ich am ganzen Grund, je nachdem wie ich es kombiniere, alle Pflanzen gießen. Und das hat natürlich schon einen extremen Vorteil. Die zwei kleinen Nussbäume, die ich eingesetzt habe, haben am Anfang gut getan. Haben sie entwickelt, da sind oben Blattl gekommen, das habt ihr gesehen. Mittlerweile wollen sie nicht mehr so. Das heißt, die Blattl sind alle abgefallen, zumindest bei dem, der in der Mitte steht. Bei dem einen, wo der neben dem Zaun steht, der ist okay, aber der, was in der Mitte ist, der kommt von unten, ist ja positiv. Aber oben, wir haben ja ein Mini-Hochbeet im Blumengarten quasi. Das haben wir 2013 einmal gebaut. Das ist so aus Lärchen einbetoniert und möglicherweise mache ich mehr Video dazu. Allerdings haben wir den Standort nicht optimal ausgesucht. Das heißt, wie wir das gebaut haben, war das eigentlich sehr sonnig mit viel Licht. Das hat passt, das hat auch gut funktioniert. Mittlerweile ist es allerdings so, dass vor dem Hochbeet, vorgeordnet, sehr viele hohe Pflanzen sind. Das ist alles explodiert. Die ganze Blumen- und Pflanzenlandschaft ist bei uns 1,5 bis 2 Meter im Durchschnitt hoch. Je nachdem, versetzt halt. Ne? Und das nimmt sehr viel Licht weg. Davor steht noch ein Kirschbaum, der ist auch jetzt natürlich nicht mehr 1,50 Meter, sondern schon eher ein bisschen größer geworden. Und. Jetzt funktioniert das halt nur bedingt gut für Schottenpflanzen, für Pflanzen, die ein bisschen Halbschotten mögen. Die sind okay, das funktioniert auch. Allerdings, meine Knoblauchernte habe ich voriges Jahr angesetzt, im Herbst. Wir haben rausgekriegt im Endeffekt, weiß ich, 10 Knollen, relativ kleine. Es ist was, ja, das ist okay, aber wirklich viel ist es nicht geworden. Ne? Zucchini gibt es einen Haufen, wir haben drei Sorten im Endeffekt, einen Standard normal grünen, da gibt es einen hellen, gesprenkelten weißen im Prinzip und dann so UFO-Zucchini, so gelbe, schaut aus wie UFO, wie ein Ball. Die sind mittlerweile auch alle im Fertigwerden, das heißt, jeder freut sich auf die ersten Zucchini. Oh, super, Zucchini-Cremesuppen, Zucchini-Kuchen, abbrodene Zucchini, Zucchini im Salat, Zucchini überall und Zucchini dort und da. Ich garantiere euch eins, der letzte Zucchini landet immer am Kompost. Morgensportler. Gut. Wir haben ja einen Campingplatz, da 300 Meter darunter, sind ja so Freizeitteiche,
sind super. Also wer mal da herinnen Urlaub macht, Campingplatz ist da unten, ist an und für sich idyllisch eingebettet in die Landschaft, passt genau. So, aber jetzt weiter. Ne? Wir haben im Frühjahr Holunderblütensirup gemacht, die Nicole hat das gemacht, das ist super geworden. Mittlerweile reifen ja auch schon die Holunderbeeren, die werden schon richtig knackig dunkelviolett und da gibt es natürlich dann auch wieder Soft. Was wir noch erledigen müssen, das Gewinnspiel, schauen wir, dass wir die Verlosung heute umbringen. Das werden wir aber nicht da herinnen machen, sondern das machen wir draußen. Die Kommentare habe ich mir schon ausgedruckt, die werden wir zusammenschnipseln, in ein Gefäß rein, in eine Box. Dann wird das ausgelost, gezogen und derjenige, der es gewinkt, soll sich freuen drüber. Für den Herbst passt das genau. Kastanien anbraten, ein bisschen Feierl hatzen, einen Sturm trinken in Österreich, Federweiß, Deutschland, Schüchersturm in der Steiermark. Ne? Und was auf alle Fälle neu ist, es sind ja gute 1000 Quadratmeter da und man muss ein bisschen umdenken. Im Vergleich zum kleinen Heimgarten, reich im Prinzip, weil es überschaubar ist, hast du auf 1000 Quadratmeter, wenn du drei Blumen hinstellst oder Pflanzen oder sonst was, das ist quasi für nichts. Ne? Das ist so, als wenn nichts da steht. Ne? Und da bei der Materialbeschaffung, das heißt Rohstoffe, Großschnitt, Mulchmaterial, Dünger und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, man muss immer ein bisschen größer denken und das muss man lernen einfach. Ich habe angefangen, die letzten paar Tage, 10 Tage oder so, einiges an Rohstoff, Kompostmaterial zum Einführen. Das heißt, zwei Anhänger voll Wiesenschnitt, Großschnitt, der ist schon vorkompostiert mehr oder weniger, aber noch nicht wirklich fertig. Zwei Anhänger an Pferdemist habe ich organisieren können. Ich führe es einmal einer, was man hat, hat man. Gestern bin ich zufällig zum Regen gekommen mit einer kleinen Frühstückspension bei uns in der Gegend. Da darf ich mir den Kaffeesud mitnehmen, der sammelt mir das. Und bekanntlich ist ja Kaffee auch ein super Dünger für den Garten. Die Ameisen mengen auch nicht. Das heißt, wenn ihr ein Problem habt mit Ameisen, strahlt Kaffee auf, die vertragen das nicht, das Koffein und sterben. Ne? Aber jetzt reden wir nicht mehr weiter, jetzt schauen wir, dass wir die Erdäpfel reinbringen. Sie sind jetzt zwar nicht so richtig groß, aber ein bisschen was ist auch. Ich muss erst einmal suchen, wo die ganzen Erdäpfel drinnen sind überhaupt. Die hätte ich bald vergessen. Da haben wir im Autoraufen haben wir auch welche rein. Mal schauen wir mal, was drinnen ist jetzt. Ja, ein Murzer-Ameisenhaufen, aber Erdäpfel sind auch da. Nachdem es jetzt schon wärmer wird, die Sonne steht schon oben, es ist 9 Uhr ungefähr, werden wir schnell gießen gehen. Für das brauche ich die Scheibtuchen, packe meine Pumpen und meinen Schlauch ein und eine volle Kanne Wasser. Die nehmen wir mit auf, die brauchen wir, dass wir die Pumpen befüllen können, sonst geht das nicht. 80 Meter sind es circa zum Bach und ich hoffe, dass das heute alles so funktioniert. So schaut es da momentan aus. Das ist ein 50 Meter Schlauch, der geht ca. 10-15 Meter vor meinen Grund hin. Den habe ich normalerweise so aufgewickelt, dass er keine Ringel macht beim Abwickeln. Gibt es eine eigene Technik, habe ich erst 2-3 Mal probiert. Ganz haut es noch nicht hin, aber wenn ich es dann drauf habe, zeige ich euch, wie das funktioniert. Das ist wirklich super und man braucht keinen Schlauchwagen. Da ist die Pumpe jetzt, da haben wir den Saugschlauch, der ist 7,5 Meter, 1 Zoll im Durchmesser. Den tue ich jetzt einmal ins Wasser rein. Ungefähr da, oder? Dann wird er mit Wasser befüllt, von oben. Und dann erst zur Pumpe zugeschraubt im Prinzip. Was wir jetzt auf alle Fälle noch machen müssen, ist eben den Saugschlauch mit Wasser befüllen. Das heißt, ich schiebe da einfach einmal in den Schlauch mein Regenwasser rein. Unten ist natürlich ein Rückschlagventil, das sperrt quasi den Wasserfluss nach unten. Und dann ist immer wieder so eine Geschichte, die Pumpen sollte an und für sich am höchsten Punkt sein. Es ist da nicht ganz, es kann sein, dass ich ein oder zwei Versuche brauche.
dass möglichst viel Wasser drinnen bleibt. Es ist da noch ein bisschen Luft. Das ist normalerweise egal. Den Rest vom Schlauch mache ich oben, so dass der höchste Punkt vom Schlauch herum ist. Was wir auf alle Fälle noch machen müssen, das Pumpengehäuse an sich gehört auch noch geflutet, mit Wasser befüllt quasi. Das werde ich aber nachher machen. Zuerst wickle ich einmal meinen Wasserschlauch aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist einfacher, wenn der Schlauch bereits ausgerollt ist. Dann das Gehäuse befüllen, dann kurz anstarten, schauen, ob es funktioniert. Wenn dann ein Druck kommt und das Wasser ausspritzt, dann erst den Schlauch ausstecken, weil dann siehst du, ob es funktioniert oder nicht. Und für das gibt es da die super Technik, die hoffentlich jetzt auch funktioniert. Das hat soweit fast funktioniert. Einen kleinen Fehler habe ich drinnen gehabt, aber ich habe das erst zwei, dreimal probiert. Ich habe das auch zufällig im Internet gesehen und das funktioniert eigentlich recht gut. Wie gesagt, es kann sein, dass ich ein, zwei, vielleicht drei Versuche brauche. Das hängt jetzt davon, inwieweit das da ist, Wasser schon drinnen ist, wie viel Erstdruck mit wie wenig Luft das quasi zustande kommt. Je weniger Luft das im Saugschlauch, im Pumpengehäuse, das ist das ganze Zeug da, plus im Ausgang und die ersten 20 cm vom Ausgang drinnen sind, desto eher funktioniert das dann. Ich fülle das jetzt einmal auf und fürs Erste halte ich einmal da das Loch zu. Das mag jetzt ein bisschen kompliziert und umständlich ausschauen. Wenn ihr natürlich eine stationäre Pumpe habt, dann bleibt das immer so. Ne? Ihr braucht das dann nicht abbauen. Ich tue das ja abbauen und nehme das wieder mit. Und dadurch ist das quasi entlüftet, belüftet im Prinzip. Da rennt das Wasser raus und ich muss mehr oder weniger immer von vorn anfangen. Ich halte da jetzt einmal zu, weil das Wasser würde aus dem Pumpengehäuse dann quasi in den Schlauch ausrinnen. Und das kann es eh, aber erst nachdem es aufgestartet ist. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Manchmal ist es ein bisschen mühselig. Drei Versuche habe ich jetzt gebraucht. Es war zu viel Luft im Gehäuse oder im Schlauch. Aber jetzt funktioniert es. Der Unterschied natürlich zwischen einem qualitativ hochwertigen Schlauch und so einem günstigen Bauhausschlauch oder Landforstschlauch in dem Fall ist da eklatant. Also man merkt da schon brutal die Wickeleigenschaften. Ich werde jetzt da schnell einmal die Pflanzen gießen, dann sehen wir uns gleich wieder. Ein größerer Gießdurchgang dauert ca. 1-2 Stunden und jede Pflanze kriegt so 1-2 Gießkannen. Zwei Durchgänge mehr normalerweise machen. So hat jede Pflanze dann für sich genug Wasser, dass sie über die Runden kommen kann. Und damit ich da hinten ins Echo bekomme und alle anderen Geschichten erwische, werde ich einen zweiten Schlauch einfach zusammenhängen. Da habe ich wieder so eine Kupplung, Schlauchkupplung. Schaut so aus, ganz normal. Es wird da verklemmt, auf der anderen Seite auch. Und dann haben wir schon die nächste Leitung durch. Das ist unser roter Haselnuss. Der hat wirklich super ausgeschaut, ihr habt das gesehen im Video. Das war richtig so ein 3/4 Meter Stock. Und am Anfang haben wir gedacht, boah, die ersten 2-3 Tage, das wird der überlebt das nicht, das wird ein Trockengesteck. Ist er auch geworden im Prinzip. Der ist so trocken, da kann sich jedes Chips verstecken. Aber das Coole dabei ist, das ist nur äußerlich. Und innen kommen teilweise neige Blätter schon, neue Triebe, beziehungsweise innen sind die Blätter grün, das heißt, der ist über die Runden und wird nächstes Jahr ein richtig geiler roter Busch werden. Ich habe ihn deswegen nicht geschnitten, weil erstens wollte ich mal sehen, wie das funktioniert. Wenn wir es so machen, schneiden kann ich noch immer, beziehungsweise die Zweige, die geringelten, werden wir dann für Weihnachtsdeko oder sowas hernehmen, dann passt das im Prinzip auch. Aber der wird richtig cool werden. Moment, dann schaut er, hat ein bisschen seltsam aus. Noch. Der kriegt natürlich eine extra Portion Wasser. Der steht direkt unter der Birke. Die Birke saugt den Boden normalerweise leer. Aber auf der anderen Grundstückseite
von der Nachbarin steht ebenfalls ein Haselnussstrauch, eine grüne Form, eine Wildform quasi. Und dem ist das scheißegal unter der Pippen. Der wächst, als ob es keinen Morgen gibt. Ja, liebe Gatteln und Werkelfans, jetzt ist es soweit. Das Feuerfass wird verlost. Hergekriegt haben wir schon alles, die Kommentare sind zusammengeschnipselt. Und das Glücksengerl ist auch schon bestellt. Ich werde noch mal kurz umrühren und dann wird das Glücksengerl übernehmen. Eine schauen darf ich nicht. Und unser cooles Feuerfassel geht an Dumpfis Kanal. Ja, was hat er geschrieben? Vor 10 Monaten geschrieben, ja, wenn du viele Maulwurf hast, dann macht es schon Sinn. Der beste Kommentar auf unserem ganzen Kanal hat gewungen quasi. herzlichen Glückwunsch, Dumpfi. Das heißt, das Feuerfassel geht nach Niederösterreich. Ich hoffe, du kannst das brauchen. Kastaniengrün und Sturm oder Wein trinken, je nachdem. Und 2 Wochen hast du Zeit, dass du bei mir mötst. Ansonsten hast du Pech gehabt. Ganz normal. Genau, dann bleibst du da. Dann bleibst du da und dann geht es in die nächste Verlosung, möglicherweise. Oder wir halten es uns selber, weil sowas kann man immer brauchen. Was man hat, hat man einfach. Genau. Und jetzt stoßen wir noch auf den Gewinner. Alles Gute, Dumpfi. Genau, von mir auch. Wenn euch das taugt hat, gebt einen Daumen auf, abonniert unseren Kanal. Falls ihr noch nicht abonniert habt, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.